So, es geht los. Schönen guten Tag, Wolfgang Bellwinkel. Ich bin schon ziemlich lange Mitglied in der DFA. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Und ich präsentiere hier auch eigentlich relativ häufig, alle paar Jahre, glaube ich. Und ich habe vor, ich glaube, 8 Jahren mal ein damals noch unfertiges Projekt gezeigt. Das endete in einem Buch. Das Buch gibt es auch inzwischen. Und es war eine ganz spannende Sache, mal ein Projekt zu zeigen, das eben noch nicht abgeschlossen ist, weil dann eben auch bestimmte Einwände oder bestimmte Tipps oder was auch immer in dieses Projekt noch mit einfließen können. Das ist eben bei abgeschlossenen Projekten anders. Ich komme auch heute, ich rede jetzt gar nicht sehr viel, ich komme auch heute mit einem Projekt, das nicht abgeschlossen ist, also ein Work in Progress. Es gibt etwa 18 Bilder, glaube ich, und ich glaube, dass sie ausreichen, um eine Idee zu geben, um was es eigentlich geht. Die Bilder sind zum Teil auf der DFA-Seite drauf und da gibt es natürlich auch einen Text, der das Ganze beschreibt. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand gelesen hat. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil ich habe mir jetzt auf der Fahrt hierhin überlegt, dass es vielleicht viel sinnvoller ist, bevor ich jetzt das Projekt großartig erkläre, dass ich es einmal erst zeige, ohne irgendwas zu sagen. Und danach, also wie gesagt, es sind 18 Bilder, es geht relativ schnell. Wir haben 45 Minuten, glaube ich, also das ist auch relativ viel Zeit. Ich würde es also einfach einmal zeigen, ohne viel darüber zu sagen. Und dann kann ich natürlich gerne eine Erklärung abgeben und dann freue ich mich natürlich über Diskussionsbeiträge. Wie gesagt, also es ist spannend, bei einem noch nicht abgeschlossenen Projekt dann Kommentare zu hören und eventuell dann auch noch mal das ganze Ding zu überdenken oder manchmal fließen auch bestimmte Ideen noch mal in so eine Arbeit mit ein. Ich lasse die Bilder ein bisschen länger stehen, als es vielleicht normal ist, weil mir ist es schon wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz gut mit der Auflösung. Die funktioniert ganz gut. Man sieht es an dem ersten Bild. Also es geht auch immer um Details und viele Sachen, viele Sachen sind manchmal auch nur auf den zweiten Blick zu erkennen, also deshalb sollen die Bilder auch ein bisschen stehen. Also jetzt bin ich 3 Minuten ruhig und zeige die Bilder und danach gebe ich eine Erklärung.
So, das waren die Bilder. Jetzt kann ich eigentlich hier an das Publikum eine Frage stellen und ist die Frage, wird es klar, worum es geht? Drei Menschen am Strand, einer am Strand, zwei im Wasser, waren die tot oder hast du es inszeniert? Die Menschen, die am Strand liegen. Ja, einer lag am Strand und zwei lagen im Wasser. Ja, eins ist ein Fels, aber eins ist eine Person. Ja, sieht vielleicht so aus. Ja, ist okay. Egal. Was war die Frage? Ob der tot war, angeschwemmt wurde oder ob du das eventuell inszeniert hast. Ob ich das eventuell inszeniert habe. Das ist Teil der Frage. Vielleicht fragt noch jemand und dann gebe ich eine Antwort. Also ich kann das jetzt nicht beantworten, ob es inszeniert ist oder nicht. Assoziativ fiel mir jetzt irgendwie ein Titel ein, Les Malaises de notre siècle, also die Aktualitäten und das Unbehagen unseres Zeitalters. Und da sind sehr viele Assoziationen hochgekommen, wie Flüchtlingspolitik, Abschirmung, Mauerbau, Flüchtlinge über das Meer. Irgendwie gab es dann Assoziationen, ein totes Kind, das damals ja auch dann ertrunken ist und so weiter. Also eben diese Themen Waldsterben, der Eingriff des Menschen in den Naturraum, leider Gottes zu Ungunsten, also solche brisanten Themen, würde ich wunderbar. Mal sagen. Also das ist im Grunde die Antwort auf alles. Ich muss gar nicht mehr viel sagen, darum geht's. Okay. Zu der Frage, ist das Bild inszeniert? Die Antwort ist, jedes Bild ist inszeniert. Es ist diese Bilder haben natürlich diese dokumentarische Anmutung und das ist auch so gewollt. Also ich wollte Bilder kreieren, die, sagen wir mal, erstmal real aussehen, wirklich aussehen, glaubhaft aussehen. Und es ist aber jedes einzelne Bild inszeniert. Also es ist nichts zufällig, es sind keine in dem klassischen Sinne dokumentarische Bilder. Und das ist auch, worum es mir geht. Also Sie haben das gerade wunderbar gesagt. Also das sind die Themen natürlich, die mich interessieren. Also ich habe lange, das weiß der eine oder andere, vielleicht lange auch im Ausland gewohnt. Ich habe viel in Ländern gewohnt, die politisch auch einfach nicht funktionieren, wo es also erhebliche Missstände gibt, wo es ganz grauenhafte Dinge passieren. Und die Bilder beziehen sich auch immer wieder auf solche Situationen, die beziehen sich auch zum Teil auch auf reale Ereignisse, ohne dass ich sie jetzt nachfotografiere. Aber also ich versuche eben sowas zu schaffen, wie Prototypen einer bestimmten Situation oder bestimmter Ereignisse. Das ist, glaube ich, das Eigentliche, was ich will. Also man könnte natürlich jetzt auch einfach sagen, zu all den Themen, die Sie jetzt zum Beispiel gerade aufgeführt haben, kann man in den gewaltigen Archiven weltweit natürlich Bilder finden und man könnte die zusammenstellen und hätte sowas Ähnliches. Aber die hätten dann immer einen konkreten Bezug zu einem Land, zu einem bestimmten Ereignis, zu einer bestimmten Zeit und so weiter. Und genau das wollte ich vermeiden, weil das schränkt ja auch unser Interesse ein. Also wenn ich weiß, es passiert irgendwas in meiner Nachbarschaft, dann liegt mir das natürlich näher, als wenn es heißt, das ist mal vor 5 Jahren im Kongo passiert. Und also mein Anliegen war also wirklich sowas zu schaffen wie ein Prototyp einer bestimmten Situation oder eines bestimmten Ereignisses oder eines bestimmten Missstandes. Es geht ja im Wesentlichen um Missstände. Was ich dazu sage, oder wollen Sie erst fragen? Du hattest jetzt gesagt, das Publikum soll sich äußern. Wollen wir das jetzt weitermachen oder möchtest du lieber zu Ende vortragen? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber, also weil das Mikro ist schon bei Peter Bielorowski und hier gibt es noch eine Wortmeldung dann. Wolfgang, kannst du das zweite Bild nochmal zeigen? Also ich kann sie auch gerne alle nochmal zeigen. Also gerade das zweite Bild stehen lassen, weil also die anderen Bilder sind ja alle sehr klar in dem, wie sie organisiert sind. Und dieses Bild hat jetzt so eine Form von weniger Klarheit. Und die Frage ist, wo siehst du da den Zusammenhang? Es gibt ja welche, die sind sehr, sehr clean. Also wenn du diese drei Figuren in dem Feld hast mit diesen weißen Anzügen, da ist diese Assoziation sehr stark. Während hier die Art und Weise, wie das Bild organisiert ist, das dann doch eher so ein Suchbild ist, weil es eben der Blick so kreuz und quer durch den Raum geht. Also das wundert mich gerade, weil ich finde gerade, dass das Bild klar ist, weil dort eine Situation beschrieben wird, die nachvollziehbar ist, während es bei anderen Bildern, zum Beispiel also hier bei dem ersten, aber bei einigen anderen ebenfalls,
man nicht genau weiß, worum geht es eigentlich. Also man weiß nicht genau, ist das eine ganz harmlose Situation, da stehen drei Leute, die rauchen und machen eine Mittagspause oder eine Rauchpause oder hacken die irgendwas aus oder was genau passiert da. Bei anderen Bildern ist es, glaube ich, ähnlich, dass zum Beispiel bei dem Bild es auch nicht so richtig klar ist, worum es eigentlich geht. Während meiner Meinung nach, das ist für mich hier dieses Bild, natürlich, du sagst, ich gebe dir recht, das ist ein bisschen ein Suchbild, aber das ist ja auch immer so, die eigentliche Situation, die ich beschreibe, die ist ja irgendwo im Bild zu finden, relativ klein. Also das ist ja irgendwie auch eine Strategie, das kommt sicherlich aus meinem dokumentarischen Background auch und meinem Interesse eben auch an Räumen. Also mich interessiert natürlich der Raum und dann inszeniere ich etwas in diesem Raum. Aber ich glaube, dass da ein Mensch irgendwie gekidnappt, abgeführt oder irgendwas wird, das ist ja eigentlich klar und das ist klarer als bei anderen Bildern, finde ich. So, wir sind in einer Freestyle-Diskussion jetzt. Also du fragtest ja, was wir damit machen und ich glaube, das wäre tatsächlich genau dieses die Kritik daran, dass bei den anderen Bildern eben genau diese Offenheit, diese Unsicherheit ist, dass ich sofort erkenne, was da ist, aber die Bedeutung nicht erkenne. Und hier erkenne ich nicht, was da ist, aber wenn ich es erkenne, erkenne ich die Bedeutung und deswegen glaube ich, dass mir da die Offenheit fehlt, die ich in den anderen Bildern wirklich bravourös, also wirklich herzlichen Glückwunsch exekutiert finde. Und worüber ich auch nochmal nachdenken würde, ist vielleicht das brennende Kreuz, weil mir das auch wieder in diese Eindeutigkeit geht, die diese Szene irgendwie anders repräsentiert. Entschuldigung. Ja. Mhm. Mir scheinen ein paar Bilder rauszufallen. Und mir scheinen ein paar von diesen Bildern aus der Serie rauszufallen. Zum Beispiel dieses Bild, das allerletzte genauso. Wahrscheinlich das Kreuz gehört vielleicht auch mit dazu. Beim allerletzten habe ich nicht begriffen, um was es geht. Das ist, wenn es ein Suchbild ist, ist es zu versteckt. Es ist weiter hinten irgendwas da, aber ich weiß nicht was. Aber rein formal. Dieses Hochformat, das ist viel, viel weniger abstrakt als die anderen. Die anderen sind viel reduzierter, die anderen Bilder. Und ich weiß nicht, wenn ich die Bilder jetzt nebeneinander an die Wand hängen würde oder im Buch zeigen würde, dann weiß ich nicht, ob dieses Bild mich so lange reinziehen würde oder gefangen nehmen würde. Also das ist einfach eine Überlegung. Das letzte Bild. Du sagst, es sei ein Work in Progress. Klar. Und was am Schluss übrig bleibt, wird einfach die Zeit zeigen, was noch alles dazukommt. Danke. Bin ich dran? Ja. Inwieweit spielten zum Beispiel Einflüsse von Jeff Wall bei Ihnen eine Rolle, weil es gibt das gerade das erste Bild, kann man das nochmal vielleicht kurz mal sehen, da gibt es ja auch von Jeff Wall der Moment, wo bei einer Hausräumung Leute aus dem Haus rausgeworfen werden und die werden dann abgeführt, die Polizei kommt und genau. Und da gibt es auch wiederum Bilder, assoziativ gibt es da gewisse Paraphrasen auch aus der Fotogeschichte, das erinnert mich sehr stark. Es gibt ein Bild, wo man sieht, drei Männer auf dem Hochhaus von dem, oh Gott, wie heißt der Fotograf, der in Paris gelebt hat, der, du hattest eine Ausstellung, die habe ich damals dir mal vermittelt, wo wir zu dritt waren, der René Bury. Ja, genau. René Bury, ich kenne das Bild. Genau. Ja, es ist auch René Bury, genau, so von Ober. Ja. Inwieweit sind da auch gewisse, wie soll ich sagen, Verbindungen oder Gewollte, die da mit eine Rolle spielen? Also ich glaube, wir haben natürlich bestimmte Ikonen immer im Kopf. Also das kann man auch nicht wegtun. Und es ist natürlich so, es gibt bestimmte Leute, die machen. Also es ist ja interessant, also jetzt verstehe ich auch, warum ich hinter Nina bin. Also es geht so verstehe ich das jedenfalls, Inszenierung. Jetzt ist das natürlich eine völlig andere Kiste als das, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt sagen wir mal, von den ganz großen Leuten, die es da gibt, da gibt es natürlich Jeff Wall, der inszeniert. Da gibt es auch, ich weiß nicht, wie heißt er mit Vornamen, Daniel oder Gregory Crutzen. Ja, der ja auch inszenierte Bilder macht, aber völlig anders als was ich jetzt mache.
natürlich gibt es immer Referenzen irgendwie und man hat bestimmte Sachen im Kopf. Ich versuche mich aber trotzdem natürlich irgendwie von denen nicht zu sehr beeinflussen. Also Crutzen ist, glaube ich, klar. Also ich meine, der hat ja diese Überinszenierung mit fast filmischen Szenen. Und Jeff Wall, okay, das eine Bild kenne ich, also das mit der Polizei in diesem Los Angeles Vorort oder was das ist. Da gibt es hin und wieder mal eine Referenz, das ist klar. Also für mich ist es eben so, dass, also bei Crutzen ist es so, das ist mehr irgendwie so psychologisch gemeint. Bei Jeff Wall, der bezieht sich halt immer wieder auf Kunstgeschichte, das mache ich gar nicht. Also ich beziehe mich eher auf Medienbilder, andere Medienbilder oder Bilder, die in unserem kollektiven Gedächtnis stecken, wenn ich von Prototypen rede. Also das ist eigentlich, was mich interessiert. Und also mich, für mich eine ganz wichtige Sache, das würde ich gerne noch dazufügen, ist eben, es gibt ja immer zwei Ebenen. Es gibt ja die eine Ebene, erstmal, was ist da inhaltlich zu sehen und worum geht es mir eigentlich? Es geht mir natürlich um Missstände in dieser Welt. Ich bin ein relativ politisch denkender Mensch und bin viel gereist und ich habe auch viel gesehen und erlebt. Und von daher ist es für mich relativ naheliegend. Meine erste Geschichte war was über Hausbesetzer, dann habe ich Kriegsfotografie gemacht und irgendwann lande ich hier. Und gehe aber jetzt in eine etwas abstrahierende Weise hinein. Und das finde ich spannender, also auch sich von dem rein dokumentarischen zu lösen. Was ich ganz wichtig finde, das wundert mich auch, dass die Frage noch nicht gekommen ist, man könnte ja solche Bilder auch am Computer zusammenbasteln. Wäre möglich. Und mich interessiert aber gerade, dass diese eigenartige Situation, dass diese Bilder ja eigentlich nicht real sind oder irgendwie sind sie nicht real, sie sind aber real, sie haben ja stattgefunden. Also wenn ein Spaziergänger vorbeigehen würde, und das ist ganz interessant übrigens hier bei dem zweiten Bild, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, also man sieht einmal die beiden Gemüseverkäufer, die krampfhaft weggucken, weil sie irgendwie nicht teilhaben wollen an dieser Situation. Und dann gibt es zwei Touristen, die gucken. Und ich stand relativ weit weg auf einer Überführung, die haben mich also gar nicht wahrgenommen. Das heißt also, diese Leute sind irgendwann nach Hause gegangen und haben möglicherweise ihren Partnern irgendwie von dieser eigenartigen Situation erzählt, die sie erlebt haben. Das heißt also, es gab, die Situation ist in einer gewissen Weise real und gleichzeitig ist sie nicht real, weil sie eben inszeniert ist. Aber sie hat stattgefunden. Ja. Ach wie, das ist nicht klar geworden? Echt nicht? Ja. Ja, also, ich bin zurückgetreten. Also, Wolfgang Scheidel ist mein Name. Ich finde es sehr beeindruckend, dass ohne dass wir ja jedenfalls die meisten etwas wussten über deine Serie oder was da der Hintergrund ist und der Inhalt ist, dass doch alle scheinbar doch verstanden haben, um was es geht. Das ist doch schon mal sehr bemerkenswert. Dann meine ich, dass man nicht bei jedem einzelnen Bild davon ausgehen kann, dass es jeder genauso versteht und genauso interpretiert. Es ist alles sehr subjektiv vom Betrachter her erstmal, ne? Was er für einen Hintergrund hat, wie er denkt, weil mir ist ein ganz anderes Bild, das ist noch gar nicht genannt, aufgefallen oder fand ich, dass es nicht so ganz in die Serie reinpasst. Das ist aber nur ein Beispiel davon, dass jeder das eben anders betrachtet. Ich möchte es aber gerne sagen, weil ich da natürlich persönlich jetzt die Frage habe, was es zu bedeuten hat, dieser Aufmarsch auf einer Wiese, kreuzartige Marschrichtungen von Fackelträgern. Da dachte ich, das ist mir jetzt ein bisschen, das ist also diese Fackelträger, die da wie so ein Kreuz auf ein Zentrum, auf einen Punkt zulaufen, das dachte ich, dass mir das zu stark inszeniert ist. Aber das ist jetzt wieder meine Suche. Aber mich würde jetzt interessieren, was ist der Hintergrund für dieses Bild? Mhm. Also einmal vielleicht. Dann schließe ich ab. Herzlichen Dank, ganz großartige Arbeit. Danke. Also erstmal vielleicht ganz grundsätzlich, natürlich hat jeder den Freiraum zu interpretieren und ich meine, das ist, was ich vorhin als Antwort zu Peter sagte, also manche, ich finde gerade dieses Bild sogar relativ klar und eindeutig, also da gibt es eigentlich, da versteht man, was da passiert und es gibt andere Bilder, wo es nicht so richtig klar ist und da denke ich, ja, da habe ich bestimmte Ideen, also ich meine, die Bilder, die ich mache, sind natürlich meistens von irgendwas auch beeinflusst, also ich habe mal was gelesen, ich weiß was, es ist irgendwas passiert und das ist für mich die Inspirationsquelle,
Also was weiß ich, die brennenden Häuser, das habe ich gemacht irgendwie nach dieser Rohingya-Krise in Myanmar. Ja, da wurden 500.000 Leute vertrieben und ihre Dörfer abgefackelt. Und das ist aber eben auch eine Vorgehensweise, die jetzt auch nicht nur in Myanmar passiert, die überall passiert. Also es ist immer so, man vertreibt Menschen und man sieht dann zu, dass da nichts mehr übrig bleibt, damit sie nicht zurückkommen. Also bestimmte Sachen sind, aber wenn einer das jetzt irgendwie anders interpretiert oder mit einem anderen Ereignis zusammenbringt, ist das mir recht. Also weil es geht ja eigentlich um das Grundsätzliche. Und so, jetzt ging es um die, um welches Bild ging es jetzt nochmal? Ach, das Bild mit der Inszenierung, ja. Auch da finde ich, kann jeder, also ich meine, das hat ja ein bisschen was Unheimliches, das hat ein bisschen was Stranges, man weiß nicht genau, was passiert da. Und ich glaube, dass in dem Fall, also das könnte eine Pfadfindergruppe sein, völlig harmlos, aber ich meine, wenn ich natürlich an so einer Serie arbeite, dann denke ich jetzt nicht an die Pfadfindergruppe, dann denke ich natürlich an was anderes. Und ich meine, ich denke einfach an politische Rechte, Aufmärsche, die ja immer wieder eben auch zu solchen Mitteln greifen. Das sind ja so Inszenierungen, die also gerade in rechten Kreisen sehr beliebt sind. Fackelzüge, ob das jetzt nun in der Natur ist, aber auch oder in Städten ist, aber auch diese Rückbesinnung auf komische germanische Rituale und so weiter. Und für mich ist das die Referenz, aber wenn jemand das irgendwie anders sehen will, ist auch gut. Karin Irmer, mein Name, ich bin auch Künstlerin. Ich wollte mich als erstes dafür bedanken, dass du uns die Arbeiten erstmal ohne Kommentar gezeigt hast. Das fand ich sehr angenehm, einfach das wirken zu lassen und zu schauen, was sehe ich denn, ohne dass mir jemand das erklärt. Ich habe die allermeisten Einzelbilder, und da waren wir uns jetzt auch einig, wirklich so empfunden als so eine, wie in der Malerei, also eine Situation, die universell versucht sozusagen im Bild ein Thema zu fassen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Und dementsprechend empfinde ich auch die Einzelarbeiten, die so funktionieren, als stärker. Also sozusagen, das soll fürs große Ganze stehen und damit darf es auch nicht eine zu spezielle Geschichte erzählen. Die Einzelbilder, die das mehr machen, die erscheinen mir vergleichsweise eindimensional, denn da habe ich dann irgendwann verstanden, was passiert und danach verlieren sie ein Stück weit von dem Zauber oder diesem Rätsel, das mich beschäftigt. Insgesamt finde ich, waren da wahnsinnig viele spannende Motive und Situationen dabei, die ich sehr überzeugend finde. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Da würde mich jetzt natürlich gerade interessieren, was sind die Bilder gerade, von denen du gesprochen hast? Darf ich, sag doch einfach mal Stopp. Das, Stopp? Stopp, das hier zum Beispiel. Das da? Na, das davor. Das hier ist eins von, das ist sehr stimmungsreich, ich weiß nicht sofort, was passiert, ja, aber ich möchte jetzt nicht alle einzelnen durchgehen, sondern es ist eher umgekehrt so, dass ich auch dieses zweite Bild, an dem wir gerade schon hängen geblieben sind, da stimme ich mit dem ersten Redner überein, dass man da relativ schnell weiß, um was es geht, wenn man gesehen hat, was die Situation ist. Und dann ist es auch eben sehr eng und beschreibt auch nur genau diesen einen Sachverhalt, dass da jemand abgeführt wird. Und ich finde es interessanter jetzt auch, so habe ich es auch verstanden als Herangehensweise, dass man eine universelle Fragestellung hat, die ja auch mehrdimensional ist und die man sozusagen mit dem Bild anstößt und den Betrachter dann weiterdenken lässt. Und diese Offenheit, die ja nicht eine komplette Offenheit ist, die Beliebigkeit bedeutet, die finde ich eigentlich spannend und die regt auch an zu weiteren eigenen Gedanken. Ja, vielen Dank. Also finde ich, höre ich mir gerne an. Also mir ist dieses zweite Bild schon wichtig, also weil es ist einfach, wenn man es mal selber ein bisschen erlebt hat, also es verschwinden in der ganzen Welt, es verschwinden Leute. Es verschwinden Leute, die einfach gegen irgendwas sind oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gelitten sind. Und deshalb ist es einfach inhaltlich für mich ein wichtiges Motiv. Ich finde es auch von der Architektur, weil es hat eben dieses Klaustrophobische auch, dieser modernen asiatischen Städte, ist mir auch wichtig. Mir ist eben auch immer der Raum wichtig. Raum und Situation zur gleichen Zeit. Aber vielen Dank. Also ich werde mir das zu Herzen nehmen. Ja, hallo. Joscha Steffens, mein Name. Dankeschön für die Präsentation. Ich finde es auch sehr interessant. Und
wollte fragen, habe eine Frage zur Körperlichkeit der Bilder. Also die, es wurden schon Gregory Crutzen und Jeff Wall genannt und da haben wir es natürlich mit Arbeiten zu tun, die riesige Formate haben. Also siehst du die Arbeiten eher, sind es 1,80 Meter Diasex an der Wand oder ist es eher, weil du auch sagtest, du willst mit Medienbildern spielen, ist es eher eine Referenz zu Magazinfotografie, also kommt die Arbeit in einem Magazinformat oder also ich glaube, das würde mir helfen, das auch einzuordnen. Also grundsätzlich so kommt die Arbeit groß. Also ich habe vor 2 Jahren oder so mal eine kleine Gruppenausstellung gehabt, das war für Mission Test und da habe ich Bilder gehabt, die waren so zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter und das fand ich immer noch ein Ticken zu klein und ich bin jetzt eingeladen zu einer Ausstellung in Bangkok, da zeige ich aber nur 2 Bilder aus der Serie, das ist auch eine Gruppenausstellung. Und die werden 1,80 Meter und ich glaube, das ist etwa das Format. Also ich glaube, die brauchen Größe, die kann man nicht, die kann man sich nicht klein ansehen. Das ist für mich auch, das sind Ausstellungsbilder. Also ich habe das vorhin mal erwähnt, das ist jetzt glaube ich 8 Jahre her, da habe ich ein Buchprojekt gemacht und da habe ich wirklich ausschließlich an Buch gedacht. Also da habe ich meine Bilder, gut, viel waren aus dem Archiv, aber ich habe auch Bilder für dieses Buch gemacht und die waren immer gedacht als Bilder für ein Buch und es hat auch nie eine Ausstellung gegeben, also es hat ein Buch gegeben. Und hier ist es jetzt ganz anders, also ich habe eigentlich nie an Buch gedacht, also vielleicht wird mal irgendwann irgendwas entstehen, das weiß ich noch nicht. Aber das wäre dann so ein Coffee Table Book und das möchte ich nicht. Und hier ist es so, das sind Bilder für die Wand und die in meinen Augen brauchen die eine Größe und das ist, da muss man sich auch irgendwann festlegen. Also wie gesagt, diese Ausstellung vor 2 Jahren war so ein bisschen so ein Testlauf, einfach mal zu schauen, wie sieht es aus, wie funktioniert das eigentlich. Und ich bin jetzt mal selber gespannt, also die kommen jetzt, die werden jetzt groß geprintet und dann glaube ich, haben sie nochmal eine andere Wirkung. Also mir ist, das ist so der Plan zumindest. Es ist leider heute eben immer so, es ist eine finanzielle, ich meine, es ist ein, aber das brauche ich keinem zu erzählen, es kostet ein wahnsinniges Geld, halt Bilder in der Größe zu machen und dann vernünftig zu präsentieren. Ja, vielleicht sei noch ganz kurz erwähnt, dass das auch eben halt eine Form ist hier in der Deutschen Fotografischen Akademie, dass nämlich Mitglieder uns als Betrachtende einbinden halt einfach in den Prozess. Das ist auf der anderen Seite sehr, sehr mutig, aber das ist letztendlich natürlich auch eine Möglichkeit, mit seiner Arbeit irgendwie zu sprechen. Ich werde gleich Ute das Wort geben. Ich wollte noch ganz gerne noch eine Sache irgendwie aufnehmen, die Claude schon eigentlich begonnen hat, nämlich es geht um Repräsentation, also es sind Namen gefallen wie Jeff Wall, Crutzen, mir würde jetzt letztendlich noch vielleicht Terence Simon irgendwie einfallen, wo man natürlich dann auch überlegt, inwieweit man zum Beispiel mit Text arbeitet, wie präsentiert sich das. Was mir letztendlich aufgefallen, und ich fand es toll, dass man eben halt die Arbeiten gesehen hat und sich selbst eigentlich so einbindet und irgendwann habe ich zu Ruth gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr so in dem Moment sicher, ist das jetzt real oder nicht real. Und deswegen würde ich jetzt gerne, weil wir jetzt ja noch in so einem Prozess sind, würde ich gerne fragen, ist es nicht irgendwie besser? Zum Beispiel, es gibt natürlich schon auch in den Medien eigentlich schon auch ikonische Bilder, wie zum Beispiel eben halt der Junge am Strand, ja, der in gewisser Weise so sich in unser visuelles Bewusstsein halt einfach eingeprägt haben, dass ich mich natürlich dann im Grunde genommen frage, wieso muss, auch wenn es als künstlerische Arbeit gedacht ist, wieso muss man an sich eigentlich Bilder nachstellen, die aber sich so stark halt einfach jetzt schon irgendwie halt einfach in unser visuelles Bewusstsein eingeprägt haben, wo wir ja teilweise in den Diskussionen um Bildjournalismus eigentlich darüber sprechen, dass zum Beispiel eben halt die Menschen, die noch nicht mal irgendwie halt einfach irgendwie professionelle Fotografen sind, mit ihrem Handy schon da sind und ein Bild machen, das im Grunde genommen jeder Nachbetrachtung eines professionellen Fotografen irgendwie obsolet irgendwie macht. Und das sind so für mich so die auch die Frage,
wieso du für dich persönlich halt einfach diesen starkes Bedürfnis gehabt hast, eigentlich Bilder, die ja wir im Grunde genommen kennen. Du sprichst von Ruanda. Ich meine, wir kennen Arbeiten, die schon so halt einfach in einer Weise uns eigentlich auch irgendwie berührt und auch besetzt haben. Warum jetzt nochmal ein Bild? Was ist sozusagen irgendwie so dein Impuls? Weil vielleicht habe ich das im Grunde genommen so am Anfang noch nicht so verstanden. Vielleicht könntest du nochmal zwei Sätze dazu sagen. Also wenn ich meine, ich fotografiere in dem Sinne keine Bilder nach. Das ist die eine Sache. Aber wenn die Bilder natürlich jetzt zu einer Diskussion über Fotografie oder zu einer Diskussion über Bilder führen, dann bin ich ja auch ganz einverstanden damit. Also natürlich das Bild mit dieser angeschwemmten Frau am Strand, natürlich gibt es die Referenz, das Bild mit dem kleinen Jungen, aber auch der dicke Ai Weiwei hat sich da mal an den Strand gelegt und hat ein Bild von sich gemacht. Also wenn das, sagen wir mal, dazu führt, dass man über solche Bilder redet und was ist eigentlich real an Bildern, was ist, inwieweit ist eigentlich jedes Bild inszeniert? Also das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Also das Bild von Ai Weiwei ist natürlich inszeniert und dann bin ich eigentlich zufrieden damit. Also es geht ja eben, das ist ja eben so ein bisschen auch die zweite Ebene. Es ist ja jetzt nicht nur, ich möchte euch zeigen, was ist schlecht in der Welt, sondern es geht ja auch darum, einfach mal eine Diskussion über diese Form der Fotografie, inwieweit, ich meine, das ist ja eine Diskussion, die wir lange führen, was ist eigentlich glaubhaft, inwieweit ist so ein Bild eigentlich nur abhängig von dem, was drunter steht. Also ich meine, jedes dieser Bilder könnte man in einem Magazin abdrucken, irgendwie ein Caption drunter setzen und es wäre wahrscheinlich glaubhaft. Ja, die Leute würden es glauben. Und also wenn man diese Diskussion damit anstimmen kann, dann bin ich ja nur, zufrieden. Jetzt ist eigentlich das alles schon gesagt worden. Also, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, was mir halt gut gefällt, auch ist eben dieses Beiläufige, was in diesen Bildern ist. Also jetzt der Junge am Strand, der ist ja sehr nah fotografiert worden, also so wie man es dann vielleicht auch im Bewusstsein wahrnimmt, eben in dieser Nähe. Und du hast es aber so fotografiert, wie man es dann tatsächlich sehen würde, wenn man das, wenn man irgendwo ist, eben eher so nebenbei. Und da stellt sich ja dann immer die Frage, habe ich das jetzt wirklich gesehen? Und die zweite Frage ist, will ich das sehen? Oder gucke ich dann da lieber nicht so genau hin? Und ich glaube, das ist auch so ein Ursprungsgedanke der Arbeit, dass du gesagt hast, doch, ich gucke da jetzt genau hin und ich mache, das versetzt mich in Bestürzung und deswegen mache ich jetzt dieses Bild und zwar genau so, eben, dass man das eben nur so nebenbei gesehen hat. Ja und nein. Es ist, ich glaube, das ist halt so ein bisschen meine Herangehensweise immer schon gewesen, schon als ich damals in Bosnien fotografiert habe. Ich habe immer eine Distanz gehalten zu Dingen. Also mir ging es jetzt nie um dieses, im Journalismus heißt es immer, du sollst nah rangehen. Und mir ging es eigentlich immer, ich will irgendwie versuchen zu erklären. Das heißt, ich will auch Umfeld zeigen. Und also ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, also mir ist Raum auch immer wichtig, also mir ist einfach wichtig zu zeigen, wo passiert eigentlich was und inwieweit, was ist die Beziehung vielleicht zwischen der Situation in dem Raum oder meinetwegen, wie verändert sich der Raum dadurch, dass etwas in diesem Raum passiert? Das ist ja auch eine interessante Frage. Und das sind alles Dinge, die für mich in dieser Arbeit, die ich in dieser Arbeit irgendwie mit reinnehme. Und wie gesagt, also eine Diskussion über Fotografie, also von mir aus auch das, was du gerade gesagt hast, ist es richtig, also um jetzt nochmal auf das Bild mit dem toten Kind zu kommen, ist es eine gute Idee, eine Nahaufnahme da zu machen? Oder hält man sich als Fotograf, also selbst als journalistischer Fotograf, hält man sich da nicht besser zurück und geht einen Schritt weiter weg und hält eine gewisse Distanz zu dem Schrecklichen, also zumindest zu den unangenehmen Dingen, die halt in der Welt passieren. Ja, also ich meine jetzt visuelle Distanz, ich meine jetzt nicht emotionale. Eine letzte Frage noch von Claude. Ja, eine Frage. Wie würden Sie denn, das ist ja alles noch Work in Progress, wie würden Sie denn das jetzt, wenn es ein Buch wäre oder eine Ausstellung wäre, wie würden Sie denn die Abfolge vornehmen? Und würden Sie mit Titel arbeiten oder würden Sie dem einen gesamten Titel geben und dann kommen ja schon irgendwie so schon als Hinweis Bedeutung, was ist die Bedeutung, möchten Sie es so erklären oder bedeutungsschwanger geben, wie ist Text und Bild
als Einheit oder auch nicht. Ja, das wäre wichtig. Da habe ich relativ viel drüber nachgedacht. Also der Titel im Moment ist Interventions. Also ich weiß, das ist jetzt erstmal ein Arbeitstitel. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ich habe lange über Titel nachgedacht und es gibt ja ganz interessante Studien, dass das Interesse von Menschen an Bildern mit einem guten Titel wächst. Also wenn es irgendwie Sonnenuntergang in der Toskana und dann heißt das Bild und dann gucken die Leute ganz anders drauf, als wenn das Bild heißt ohne Titel Nummer 17. So, ich habe eigentlich in meiner Karriere nie großartig mit Titeln gearbeitet. Ich habe meine Bilder meistens durchnummeriert. Ich war nie so großer Freund davon, Bilder aufzuladen, also gerade wenn es jetzt um auch so eine Emotionalität da reinzubringen. Ich hatte eben auch gedacht, erst ich nummeriere sie durch. Und dann war ich aber doch nicht so ganz glücklich drüber. Ich bin im Moment, und ich finde das eine ganz schöne Idee, also im Moment ist es so, dass ich einfach sage, es gibt einen Titel und der Titel ist das Aufnahmedatum. Und das ist ja dann nochmal wieder die doppelte Irritation. Weil in dem Moment, wo ich ein Aufnahmedatum habe, glauben die Leute, aha, ja klar, das ist also irgendwie am 4. Mai 2019 ist das passiert. Was war denn da eigentlich? Es ist aber gar nichts passiert. Oder es ist was passiert. Ich habe nämlich da an diesem Tag diese Inszenierung gemacht. Also das heißt, es hat tatsächlich an diesem Tag stattgefunden und gleichzeitig hat es eben auch nicht stattgefunden. So, das waren zwei Teile der Frage. Jetzt gab es, glaube ich, noch einen Teil. Ja, Titel. Also genau. Titel, also im Moment Interventions, also was heißt, also ich greife ein, ich manipuliere die Welt oder ja, ich greife ein, ich verändere etwas. Das ist im Moment der Titel. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es dabei bleibt oder ob ich da noch was ändern werde. Abfolge ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist natürlich jetzt eine vorläufige Abfolge, die ich gemacht habe. Also ich gehe davon aus, es kommen noch 6-7 Bilder etwa. Und dann würde ich eine endgültige Reihenfolge festlegen. Also wichtig ist, die Bilder brauchen eine gewisse Distanz zu untereinander. Also die dürfen nicht zack, zack, zack so nebeneinander hängen. Das sind natürlich alles Fragen, die dann später kommen. Und das wird dann natürlich auch schwierig. Wer gibt einen Raum, wenn man jetzt sagt, so ein Bild hat, ist 1,80 Meter. Man will vielleicht nicht alle ausstellen, aber man stellt vielleicht ein Dutzend aus. Man braucht schon Platz. Weil die Bilder, sie sind irgendwie eine Serie, aber sie sind auch Einzelbilder. Sie müssen auch als Einzelbilder, glaube ich, brauchen sie Luft. Und deshalb muss ein bisschen Platz drumherum sein. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit, Work in Progress, Wolfgang Bellwinkel. Und wir machen jetzt eine Stunde Pause.